Heute schauen wir uns eine von mehreren Möglichkeiten an, wie man aus Pipedrive heraus telefonieren kann. Genau gesagt, das Telefonieren mit der Zipgate CTI. CTI steht für Computer Telephony Integration. Das ist mehr als das normale Click-to-Call, bei dem man einfach auf eine Telefonnummer klickt und der Anruf wird initialisiert. Mit der CTI werden auch die Anrufe im Pipedrive getrackt. Die anderen Möglichkeiten, wie man sonst noch so telefonieren kann, finden Sie auf www.pd-experts.com im Blog bei den Tipps und Tricks. So, aber jetzt wollen wir uns anschauen, wie das funktioniert. Also, wie gesagt, wir klicken auf die Telefonnummer. Daher gibt es eine Browser-Extension und daher wird das Telefonat initialisiert. Und ich werde jetzt was verraten. Wir rufen gar nicht den Chef Bezos an, sondern es ist meine Telefonnummer und ich gehe dran und ich führe ein Gespräch. Und sag, hallo, grüß Gott, Herr Bezos, wollen Sie nicht einen Termin mit mir machen? Und der sagt, ja, passt, machen wir das am nächsten Mittwoch. Guter Plan. Ja? Gut, und er legt auf. Jetzt kann ich dieses Telefonat noch nachbearbeiten. Ja, kann sagen, ich habe einen Termin ausgemacht. Jetzt kommt ein Pro-Tipp, passen Sie auf, Sie können da hier einen speziellen Pipedrive-Aktivitätstyp hinterlassen. Ja, Sie können zum Beispiel sagen, Sie haben da hier Anrufergebnis, Termin ausgemacht. Das hat den großen Vorteil, wenn Sie das machen, dass Sie das in den Insights auswerten können. Super praktisch. Ja? Ich habe jetzt aus dem Kontakt heraus telefoniert. Wenn ich aus dem Deal heraus telefoniert hätte, wäre das auch automatisch da hier beim Deal dazu getrackt gewesen. Ja, habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber genauso funktioniert das. Super praktisch. Und ich kann natürlich ein Follow-up erstellen. Wenn er gesagt hat, rufen Sie in 10 Minuten noch einmal an, kann ich sagen, oder in 15 Minuten, kann ich sagen, da hier Follow-up in 15 Minuten oder in 30 Minuten. Ja? Und speichern. Ja, Termin ausgemacht. Das, was da hier so praktisch ist, schauen Sie mal, das ist jetzt das neue Telefonat im gleichen Betreff. Aber wenn ich da hier draufklicke, sehe ich, was ich da hier beim letzten Telefonat mit dem Chef Bezos nochmal gesprochen habe. Also echt super praktisch. Ja? Sie sehen jetzt noch was. Da hier habe ich jetzt ein Telefonat geplant schon. Ich habe da ja erstens einmal auf der Seite meine Historie von allen Telefonaten. Und da hier habe ich alle geplanten Telefonate dieses Tages. Ja? Also ich kann da hier klicken und sagen, ich möchte heute mit dem Herbert telefonieren, der ist bei Volkswagen und mit dem möchte ich über meine Hochhäuser reden. Klickt da drauf, landet direkt im Deal und kann das Telefonat von da hier initialisieren. Also wie das gleiche Spielchen. Ich drücke drauf, das Telefonat beginnt. Oh, da läutet es wirklich. Ich lege auf. Und mache meine Notizen hinein. Ja, und speichere den ganzen Spaß ab. Ja, erledigt. Super praktisch. Jetzt zeige ich Ihnen noch was. Was passiert eigentlich, wenn Sie eingehende Anrufe bekommen? Ich klicke auf meinem Handy. Ich klicke, es läutet. Und Pipedrive springt automatisch auf die Seite vom Kontakt. Wäre super praktisch. Aber ich sehe schon, mein Chef Bezos ruft zurück. Ja? Ich freue mich sehr und sehe auch, was wir so als letztes gemacht haben. Gehe ich dran, sprich mit dem und das gleiche Spielchen von vorne wieder. Ja, speichern. Und der Anruf ist getrackt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Sie noch interessiert, was das Ganze kostet. Und dazu schauen wir auf die Website von Zipgate. Und genau das würde ich Ihnen auch raten. Da gibt es eine Menge unterschiedlicher Optionen. Also eine Abrechnung nach Minuten oder Flatrate. Auch noch unterteilt nach der Anzahl der Mitarbeiter. Also 3, 5 oder 10 Mitarbeiter. Also schauen Sie sich das am besten selbst an. Was Sie auf jeden Fall dazu rechnen müssen, ist auch die Schnittstelle. Die finden Sie auch auf der Website, so hier, und das kostet noch einmal 9,95 extra. Und zwar pro Monat, pro User. Also auch nicht ganz billig, aber es ist schon ziemlich cool gelöst. Was Sie auch dabei haben, ist das Zipgate Softphone. Auch praktisch, weil Sie telefonieren nicht nur aus Ihrem Pipedrive heraus. Der funktioniert ebenso einfach. Sie tippen einfach eine Telefonnummer ein, oder man kann auch einstellen, dass das bei Telefonnummern von Webseiten funktioniert. Dann ruft man an, es läutet, man spricht und man legt wieder auf. Wird dann logischerweise nicht im Pipedrive getrackt. Also zusammenfassend, auch nicht ganz billig, aber schon sehr gut alles zusammen. Für mich hat es drei große Vorteile gegenüber vom Pipedrive-Caller. Das ist erstens einmal der Preis, wenn Sie keine Professional-Lizenz haben. Der Caller ist ja auch nur in der Professional dabei. Die bietet zwar sonst auch ein paar Vorteile, die aber jetzt nicht alle unbedingt brauchen. Also wenn Sie die Advanced haben und nur deswegen upgraden würden, ist die Zipgate-Variante ziemlich sicher günstiger. Der zweite große Vorteil ist die Sprachqualität. Der Pipedrive Caller arbeitet mit einem Anbieter namens Twilio, ein amerikanisches Unternehmen. Da haben wir schon mehrere Kunden erzählt, dass der Ton in Europa nicht so berauschend ist und die Telefonate auch immer wieder abbrechen oder nicht durchgestellt werden.
Ja, also kann ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich habe schon öfters gehört. Drittens, eingehende Anrufe werden auch getrackt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das kann der Caller zumindest jetzt noch nicht. Der große Vorteil vom Caller ist, dass er noch viel einfacher installiert ist. Aber keine Sorge, wenn wir das wollen, dann schaffen wir das schon gemeinsam. Und die Anbindung von Pipedrive ist jetzt natürlich noch eine Spur schöner als die über die Browser-Extension und der Software. Kann ich Ihnen auch mal zeigen, wenn ich merke, dass Sie das Thema interessiert. Das können Sie mir zeigen, indem Sie zum Beispiel Likes beim YouTube-Video hinterlassen oder den YouTube-Kanal abonnieren. So, das war's aber für heute. Und wenn Sie Fragen haben, www.pd-experts.com und meine Handynummer sehen Sie im Video. Also, viel Erfolg damit. Thank you.